Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Velosche Zock-Kanal zur weiteren Folge NBA 2K23. Und ja, Leute, wir werden hier das Ende der Saison heute sehen, ne? So ein bisschen das Season-Ending, oder was heißt ein bisschen? Das komplette Season-Ending natürlich. Wir sind momentan ganz entspannte Erster, das kann man ganz klar sagen. Wir haben 6 Siege mehr als die Spurs. Wir haben auch 6 Niederlagen weniger, also eigentlich. Eigentlich sind wir nicht mehr aufzuholen, wenn man ganz ehrlich ist, ne? Spielen wir nochmal gegen die Spurs? So ein Duell 1 gegen 2 wäre eigentlich nice, ne? Nein. Gegen wem spielen wir denn noch, wo ich Bock habe reinzugehen dann? Pharaos oder Houston? Pharaos und Houston spielen wir auch nicht mehr? Ah, doch, wir spielen nochmal gegen die Spurs. Ich würde sagen, nochmal so ein Duell 1 gegen 2 gegen die Spurs gehen wir rein, oder? Da wird es richtig Bock machen, reinzugehen. Aber gut, gehen wir allgemein erstmal einen Ticken vor und schauen mal, wie so die Endphase läuft. Ja, in der Endphase haben wir auf jeden Fall eine nicht so schöne Nachricht. Und zwar Armando Ramirez hat sich verletzt, 4 bis 6 Wochen. Einer unserer besten Leute von der Bank hier, ne, mit 14 Punkten. Also das Verletzungspech bleibt uns so ein bisschen treu. Fox ist hier aber auch wieder da. Kispert könnten wir auch mal wieder reintun, ne? Dann kriegt auf jeden Fall Fox seine 25 Minuten. Dann müssen wir mal gucken. Johnson. Kispert würde ich aber auch wieder spielen lassen eigentlich, ne? Ist halt die Frage, wen nimmst du dafür jetzt raus? Kispert war ja eigentlich mehr als ordentlich. Dann muss einer der Big Men raus. Dann trifft sie jetzt erstmal Hachimura, ne? Dann muss der erstmal raus und dann darf Corey Kispert dafür rein. Der kriegt seine 20 Minuten von der Bank aus. Und Johnson kriegt nochmal eine Minute mehr, ne? Dann gehen wir auf jeden Fall weiter, beziehungsweise die Ergebnisse, die wir bisher gespielt haben, war einmal hier gegen die Pacers, ne, hat Daniels ordentlich abgeliefert, mal wieder 5 Steals, also der holt auch ziemlich viele Steals immer wieder, ne, gegen die Kings, gegen unser Ex-Team, haben wir auch gewonnen durch Edwards oder Webs und haben mit einem Double-Double, Daniels auch hier wieder 5 Steals, 4 Blocks, also das ist so krank, ne, gegen die Nuggets hatten wir hier Edwards mit 36 Punkten, auch hier wieder, ne, 2 Steals, 2 Blocks, 11 Assists, also Daniels ist wirklich in MVP-Form momentan, hoppala, hier waren wir schon. Hier hat Cameron uns echt mal abgeschossen, ne? Saunders mal. Und wo haben wir Daniels? Ja, mal eine richtige Offenheit, ne? MVP-Rennen wird eh noch wichtig, ne? Denn eigentlich muss man schon sagen, ist Dyson Daniels ein Kandidat, ne? Er holt 0,7 Blocks immerhin, 2,2 Steals. Also defensiv ist er der beste Mann hier wahrscheinlich von den Flügel oder Guards. Er macht 8,7 Assists, 2,3 Rebounds und vor allen Dingen, wenn man mal guckt, wo Mathurin ist, ne? Mit den Pacers. Ja, Top 5, okay. Ich habe ja gesagt, Top 6 muss es schon sein, ne? Also Mathurin könnte es auch werden, auch natürlich Sean Edwin Randolph, ne? Aber das ist ein enges MVP-Rennen. Doncic und Giddey sind aber raus, sage ich euch ganz ehrlich. Die beiden sind für mich keine MVP-Kandidaten. Du wirst nicht MVP, wenn du nicht in den Top 6 bist. Und hier haben wir einmal die Thunder, ne? Einmal mit Dingens, wer ist denn mit Giddey? Die haben keine Chance und Doncic ist auch nur auf 8, das ist zu wenig. Top 6, eher Top 5, ne? Und momentan sind es eigentlich die drei, die dann drum fighten, ne? Mathurin, Randolph und eben von uns hier entsprechend Daniels. Es ist ein super, super enges Spiel, Leute. Und wir haben nur noch 54 Sekunden zu spielen und wir gehen hier rein. Wir haben die letzten 3 Spiele übrigens verloren. Da gucken wir gleich natürlich nochmal drauf. Und vielleicht schaffen wir es ja hier, die Niederlage abzuwenden. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Denn ich habe keine Lust, hier zu verlieren. Aber wir schauen uns das an, ob das klappt oder nicht. Oh, da war Dings fast dran. Aber nur fast. Und dann ist es eine gute Defense vom Ballball. Gute Defense vom Ballball. Jetzt haben wir Daniels. Daniels, der geht da zum Korb und er zeigt, warum er MVP werden will. Ne? 106, 105. 106, 105, 27 Punkte, 7 Rebounds und 6 Assists von Dyson Daniels. Und jetzt hier die Möglichkeit für die Netze oder was. Da hatten da viel zu viel Platz, aber Ball hat sich nicht getraut zu werfen. Und da ist am Ende Ballball stark. Ballball war da. Dyson Daniels. Jetzt haben wir Dyson Daniels. Der Screen kommt. Na, Dyson Daniels. Gibt den ab. Und Kispert macht den Dreier nicht rein. Okay. Macht ihn nicht rein. Bisschen mal den Ton hier erhöhen, ne, von den Lautsprechern. Kispert hat den nicht gemacht. Ob du auch Kispert bei den entscheidenden Wurf haben willst, darf man natürlich auch mal diskutieren, aber gut. Jennings. Adebayo Ball. Ja, was machen sie, ist halt die Frage, ne? Fox ist dran. Alonso Bolsch. Bam Adebayo. Macht ihn nicht rein. Da ist Saunders, dann ist Webster da. Und dann sitzt sie da wieder dran und dann machen sie wieder nicht drin. Und wir haben das Spiel gewonnen. Wir haben das Spiel gewonnen, weil wir Big Man Power hatten. Weil wir die Big Man Power da hatten. Adebayo ist verzweifelt. Kriegt den nicht rein und am Ende
gewinnen wir das Game hier eben doch, ne? Dyson Danes mit 27-7-6. Starkes Deadline mal wieder. Und hier sehen wir Jennings 24 Punkte unter Ness Sims mit einem Double-Double, aber es hat nicht gereicht. Am Ende waren es die Big Men, ne? Am Ende waren es unsere Big Mans, die uns da ein bisschen gerettet haben. Wenn wir mal auf die letzten Ergebnisse so schauen, wir hatten übrigens die Pacers mal wieder komplett weggehauen, obwohl Mathurin 34 scored. Da hatten wir halt Anthony Edwards, der unter uns stark war, ne? Oder allgemein das Team hier einfach, ne? Ja, Daniels hat übrigens 18 Assists, kann man mal machen. Hatten wir aber 3 Niederlagen, ne? Was auch nicht so nice ist. 3-mal verloren, einmal hier gegen Garland und Psyche, als auch Antetokounmpo mit den Cavs. Dann gegen die Bucks verloren, gegen Yannick Obermeier und Co. Da haben wir auch nicht gewinnen können. Und dann auch nochmal gegen die Galaxies, ne? Also haben richtig so ein bisschen auf den Schongang geschaltet, so ein bisschen wie die Nuggets am Ende der Regular Season in der Realität, ne? Aber 106, 105, wenn wir mal einmal kurz auf die Tabelle gucken, dann sehen wir uns immer noch, wir haben die Conference schon gewonnen. Wir sehen uns nicht nur klar auf Platz 1, wir sind sogar schon Conference-Sieger. Also wir haben echt die Liga schon gewonnen, ne? Auf ganz entspannt. Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Also ganz entspannt gewonnen. Wir gehen auf jeden Fall zum Ende. Ich habe Bock, gegen die Spurs zu spielen. Ich hoffe, es wird da eine schöne Crunch-Time geben. Es gibt schlechte Nachrichten, Leute. Jake Saunders fällt erstmal aus und er wird wahrscheinlich auch die erste Runde der Playoffs verpassen wegen der Verletzung, die er da hat, ne? Richtig bitter. Er hat da einen Riss des linken Innenbands. Könnte vielleicht sogar die zweite Runde auch verpassen. Es ist natürlich hart. Ich würde tatsächlich Ballball starten lassen, weil er uns auch ein bisschen Stretch gibt, ne? Saunders raus ist bitter. Übrigens, Ramirez wieder back. Eben gerade auch erst, ne? Wollte ihn eigentlich ein, zwei Spiele wieder draußen lassen. So wie ich es immer mache. Der kriegt natürlich auch gleich mal seine Minuten. Kispert kriegt weniger Minuten. Auch ein Devion Mitchell. Da muss man halt auch mal gucken. Bringt natürlich Defense mit, ne? Jetzt haben wir 12 Minuten. Wir gehen mal Ballball 24 und den Rest gehen wir erstmal Okongwu, der hier ein bisschen profitieren kann. Wobei man Mitchell jetzt mal rausnimmt sogar, ne? Und einfach mal sagt, komm, Robinson, du kriegst mal ein paar Minuten hier am Ende der Season. Ja, aber wir haben echt ein bisschen Verletzungspech leider, ne? Kann man nicht ändern. Hoffen wir mal, dass sich sonst keiner mehr verletzt. Und wir haben eine geile Crunch-Time bekommen, Leute. Wir haben Gott sei Dank eine geile Crunch-Time hier bekommen. Spurs mit 87 vorne gegen uns mit 82 Punkten. Jonathan Randolph und Co. gegen Dyson Daniels und Co. Ich habe richtig Bock, hier reinzuspringen. Gucken wir mal, ne? Wir kriegen auf jeden Fall nochmal dieses Highlight. Erster gegen Zweiter. Team 1 Playbook perfekt. Dann gucken wir, was hier geht. Na, das letzte Game, was wir hier in der Regular Season machen. Und dann ist es gleich so ein Topspiel, ne? Legends gegen Spurs. Devin Booker. Edwards verteidigt ihn. Nur 7 Punkte, Edwards. Auch crazy. Booker. Schwieriger Wurf. Ball ist bei uns. Dyson Daniels holt sich den Rebound. 7 Rebounds damit inzwischen. Dyson Daniels, ja. Macht ihn nicht rein. Wird da weggeblockt tatsächlich. Jetzt Devin Booker. Devin Booker, ne? Dyson Daniels hat das gut verteidigt hier gegen, gegen seinen Gegenspieler. Auch wenn es dann ein Foulspiel war. Wir gucken mal. Larry Morrison macht den ersten nicht rein. Sehr schön. Das erste Foul war schon mal... Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, ne? Am Ende ist es nämlich nur 1 statt 2 möglichen Punkten. Und jetzt hier Dan jetzt wiederum. Ballball mit dem Screen. Dyson Daniels. Ah, hätte ich gar nicht abspielen müssen eigentlich, ne? Aber gut, dann haben wir jetzt Ballball. Ballball. Schwierig. Na, das war nicht gut gespielt. Habe ich zu sehr Dyson Daniels gesucht hier, ne? Was haben die Spurs jetzt vor? Morrison. Na, Defense war eigentlich gut, aber trotzdem macht er den rein. Morrison kann man mal machen. Anthony Edwards. Wenig gepunktet in diesem Game. Anthony Edwards jetzt hier. Zusammen mit Ballball nochmal abgespielt und Ballball macht die Punkte dann easy. Schön. 6 Punkte Abstand nur. Ballball natürlich auch mit dabei, weil Saunders eben verletzt ausfällt. Aber das ist das Gute, dass wir so einen breiten, guten Kader haben, ne? Und jetzt hier die Spurs. Morrison. Randolph. Randolph gibt den nochmal ab. Der ist leider drin, ne? Der ist leider drin hier von Doyle. Den darf man so frei nicht von der Midrange schießen lassen. Jetzt hier die Aaron Fox. Na, jetzt kommt Ballball.
Screen kommt von Ballball. Dyson Dane zieht das Foul gegen Randolph, okay. Randolph hat erst noch überlegt, soll ich überhaupt helfen, soll ich nicht? Dann macht er es, ne? Und dann foult er aber. Dyson Dane macht den ersten rein, steht jetzt bei 20 Punkten. Ist ja die Frage, ob er MVP wird oder nicht, ne? Wäre auf jeden Fall nice. Ach, den macht er nicht rein. Am Ende der Regular Season, also wirklich in der letzten Regular Season, nochmal einen MVP zu stellen. Ist ja nicht so einfach mit so Gegnern wie Mathurin, ne? Ah, das könnte jetzt bitter werden. Der ist nicht drinne. Rebound ist bei uns. Rebound ist bei uns, hat Webster gut gemacht. Sehr bald zu Dyson Daniels. Step back, Dreier, nicht drinne. Okay, klappt nicht. Die Spurs immer noch nach wie vor vorne mit 7 jetzt. 2 Minuten haben wir noch zu gehen. Doyle, Devin Booker. Booker hat da so viel Platz bekommen, ne? Wahnsinn eigentlich. Hätte er den Dreier durchaus versuchen können. Andererseits müssen sie zeitlich natürlich auch nicht. Macht der nicht rein tatsächlich. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, weil da kein so guter Contest entstanden ist. Jetzt haben wir hier Edwards, der den reinmacht. Wichtig. Schönes Transition-Game von Edwards wieder auf 5 runter. Ne? Also wir sind so gesehen beim Stand, wo wir reingegangen sind. Bei 5 Punkten Unterschied. Hat sich also nicht so viel getan. Eason jetzt hier beim Einwurf. Booker auf Doyle. De'Aaron Fox gegen Doyle. Devin Booker. Edwards ist da. Sean-Antoine Randolph macht ihn nicht rein, weil Ballball und Koga geholfen haben. Stark. Jetzt haben wir hier Edwards. Der Ball auf De'Aaron Fox. De'Aaron Fox gibt den auch nochmal ab. Ballball, der nächste Angriff muss definitiv hier sitzen. Ne? Guter Kick-Out-Pass. De'Aaron Fox. Nein, nein. Ah, zu wild. Das war alles zu wild, leider. Jetzt hier nochmal gut gestört gehabt. Spurs kommt nicht zum einfachen Abschluss. Das ist schon mal gut. Devin Booker, die Nummer 7. Also sie können natürlich viel Zeit runterspielen lassen. Edwards hat gut verteidigt das Ganze. Hat das gut verteidigt. Wir nehmen eine Timeout, ne? Bisschen Zeit runterkriegen. Wir brauchen am besten einen schnellen, guten Abschluss. Am besten mit Anthony Edwards, ne? Der ist so der explosivste von allen. Ballball stellt da gut den Screen. Jetzt haben wir hier Edwards, der gibt den nochmal ab und dann ist da Ballball. Gutes Game. Gutes Play hier, ne? Von Edwards. Gibt den dann lieber nochmal ab. Dieser extra Pass, wichtig. 3 Punkte, one possession. Je nachdem, wie viel Zeit sie jetzt runterspielen lassen, könnte das noch ganz interessant werden, ob sie einen schnellen oder eher langsamen Abschluss suchen. Ja. Devin Booker. Jonathan Randolph. Nimmt er den? Ja. Trifft ihn nicht. Rebound ist bei uns. Wir nehmen nochmal eine Timeout. Wir müssen jetzt eigentlich super, super schnell abschließen, ne? Wenn wir 2-for-1 gehen wollen. Der kommt gut. Nein, Daniels macht ihn nicht. Den muss er dann aber machen eigentlich. Dyson Daniels. Bitter. Hätte Daniels den gemacht, wäre das der Jackpot gewesen, ne? Morris macht den aber nicht rein. Jetzt haben wir hier Transition Game mit Edwards. Lass dich doch nicht so aufhalten von einem... Ah, das gibt's nicht. Jetzt habt ihr es echt verkackt. Devin Booker jetzt am Ball. Und der Steal war fast dran. Fast. Jetzt Devin Booker von der Freiwurflinie. Na, macht ihn rein, okay. Dann brauchen wir gleich Dreier, ganz dringend, ne? Okay, wir brauchen jetzt wilden Dreier am besten. Der Fake? Klappt nicht, okay. Game ist rum. Game ist rum, Leute. Das war das letzte Regular Season Game, was wir dann gespielt haben. Wir verlieren gegen die Spurs. Das war dann nicht optimal, ne? Schade, da war mehr drin. Am Ende Booker 18 Punkten, Morrison, ne? Randolph. Die haben nicht mal so hoch gescored, ne? Eigentlich hart, dass wir das Spiel dann nicht gewinnen, aber gut. Dann ist das halt so. Wir haben auf jeden Fall hier nochmal ein paar Ergebnisse von den letzten Spielen. Da hatte Daniels wieder 31-6-4, ne? Gegen Utah unter anderem, gegen die Mavs hatten wir gewonnen. Mit Edwards hier unter anderem. Daniels wieder 14 Assists, auch ganz wild, ne? Hier hat De'Aaron Fox von der Bank 25 gemacht. Also das sind auch so die Ergebnisse und wir gehen jetzt natürlich rein ins letzte Game. Die Frage ist halt, wer wird MVP?
man muss ganz klar sagen, es gibt eigentlich nur Mathurin, Randolph oder Daniels. Alles andere kann ich nicht akzeptieren, sage ich euch ehrlich. Das sind die, die sind alle in den Top 4. Also weder Paul noch Giddy dürfen es nicht werden. Bei den Rookie of the Year, da ist es ein offenes Rennen. Whitmore, Chester und Co. Six-Man of the Year könnte auch interessant werden, wer es wird, ne? Defensive Player of the Year ist sogar Daniels auch mit dabei. Oh, das wäre wild, ne, wenn wir wenigstens auch noch das gewinnen könnten. Und Most Improved, dass wir da mal reingucken. Wobei Ross May wäre schon nicht unverdient, ne? Aber gut, gehen wir rein da. Gehen wir hier mal vor, simulieren wir das einmal. Nein, nicht mit Simcast, gehen wir einfach so simulieren. Machen wir schneller. Und der MVP der letzten Regular Season dieser Serie ist Dyson Daniels. 23 Punkte, 6,3 Rebounds, 8,8 Assists, 2,2 Steals, 0,7 Blocks, 49,9% aus dem Feld, 93% Freiwurfquote und 43,6% Dreier. Also minimal an 50, 40, 90 gescheitert, ne? Rookie of the Year wird Clyde Chester mit 13,9 Punkten, 6,0 Rebounds, 1,8 Assists, 1,1 Steals und 1,3 Blocks. Die Quoten seht ihr ja ebenfalls. Sixth Man of the Year wurde am Ende Leandro Wilson hier von den Mavs mit 16 Punkten per Game, 4,7 Rebounds, 8,8 Assists, 1,3 Steals, 0,2 Blocks. Defensive Player of the Year ist am Ende doch Chip Barnes, ne? Kein Dyson Daniels, schade. Aber Barnes, wenn man mal raufguckt auf die Hustle-Stats, 1,4 Steals, 2,3 Blocks, kann man auf jeden Fall mit leben, ne? Most Improved wurde Ross May. Tatsächlich er am Ende gewonnen mit 8,2 auf 11,5. Vor allem bei den Rebounds von 7,8 auf 11,6 gesteigert. Also das ist ein Riesensprung. Bei den Steals von 0,9 auf 1,3 und bei den Blocks auch nochmal verdoppelt. Quoten auch nochmal hochgegangen, also absolut verdient Ross May. Wenn man mal auf 36 Minuten guckt, dann ist es gar nicht so krass, ne? Wobei Blocks, aber insgesamt durchaus verdient. JB Bickerstaff, Coach of the Year, Executive of the Year, ist nicht unser Mann, sondern Aaron Phillips. Okay, interessant. First All-NBA mit Giddy, Doncic, Daniels, Murray und Randolph. Kai Mathurin? Okay. Paul Young, Mathurin, Ramsey und Duden im Second. Und dann Third haben wir Ivy, Garland, Morales, Gucci und Jokic. All-Defensive und dann mit Warren Campbell Jr., Yancy King-Carter, Daniels. Ja, kann man machen. Und All-Rookie-Teams hat man auch nochmal, ne? Am Ende haben wir folgende Tabelle, Leute. Wir gehen mal von unten durch, ne? Ganz unten hatten wir die Grizzlies mit Ja Morant und Co., deswegen wollten sie noch trainen. Projekt Brown und Morant komplett gescheitert, ne? Nur 18 Siege. Wir haben die Clippers unten, auch natürlich hier die Warriors nach der Curry-Ära einfach nicht stark. Denver leider mit Nikola Jokic und Co. hier unten, ne? Dann sieht man aber, wie eng es wieder wird, ne? Man darf nicht vergessen, ab hier sind Playoffs und die Kings sind nicht in den Playoffs. Hart, ey. Die Sacramento Kings mit Keegan Murray und Co. nicht in den Playoffs. Also enger geht's nicht. Dafür die Mavs, ne, mit Ranking und Co. Portland auch minimal dran gescheitert. Auch die Tigers, ne? New Orleans und Co. gerade so drin. Und ganz oben die Top 5 sind dann einmal die Pacers mit Mathurin. Die Lakers mit Franks vor allen Dingen, ne? Der führt die an. Die Pharaohs mit Pastazoglu und Banchero. Dann natürlich die Spurs mit Booker, Randolph. Und wir ganz, ganz oben mit Edwards, Daniels und Co. Wir gucken natürlich auch nochmal auf die Stats. Ne? Erstmal gehen wir auf die uninteressantesten Stats mal rein, grundsätzlich auf den Rookie-Bericht. Ne? Gucken wir mal nur die Top 3, 4, 5 so. Ne? Childress 12,6 Punkte. Johnson, aber nur 8 Spiele können wir eigentlich ignorieren. Chester, Jennings und Whitmore bei den Rebounds. Hudson, wobei der hat auch zu wenig Spiele. Er ist Sosa hier, ne? Childress, Chester und Johnson. Dann bei den Assists haben wir Houston. Wobei der hat auch zu wenig Spiele zählt, nicht? Pickett. Man müsste das machen, dass hier nur Leute auch drin sind, dass man das sortieren kann. Was weiß ich, ab 30 Spielen oder so. Oder wenigstens 40 oder so, ne? Die Hälfte. Slaughter auf jeden Fall mit 2 Steals per Game, aber zählt halt auch nicht. Ah, nervig. Nervig. Gehen wir mal lieber zu den Spielerstatistiken bei uns. Das ist schon viel interessanter. Da haben wir nämlich einmal Dyson Daniels Topscorer. Aber wahrscheinlich auch, weil eben Edwards verletzt war, ne? Der hat die Hälfte der Spiele verpasst, wie man sieht. Dann haben wir Webster, aber wir haben halt 3 Spieler, die gut und viel scoren, ne? Johnson dann noch jemanden. Saunders, Johnson vor allem, aber auch von der Bank nochmal Ramirez und Fox, ne? Bei den Rebounds haben wir Saunders, jemand, der endlich mal Double Digits ist, ne? Dann noch hier Webster und Daniels. Assist, ja, Daniels 8,8 Assist, ne? Richtig stark.
Edwards und Fox helfen auch gut mit. Dann haben wir Dyson Daniels mit 2,2 Steals per Game. Edwards auch richtig stark hier. Und bei den Blocks haben wir Webster mit 1 Block per Game. Ne? Feldwurfquote Robinson bei 80%, was komplett krank ist. Bei den Dreiern haben wir Johnson mit 46,4. Freiwürfe hat Edwards 97,6 und Ballball einfach mal 97,1. Okay. Und jetzt kommen wir zu den beiden interessantesten Stats eigentlich meiner Meinung nach. Einerseits Team-Stats. Da sehen wir, sind wir auf Platz 3, was Punkte angeht. Und wir kriegen die wenigsten Punkte, was am Ende bedeutet, wir haben mit Abstand, mit großem Abstand, die mit Abstand beste Differenz hier in der NBA. Wenn man mal kurz guckt, Feldwurfquote sind wir auch Top 3. Dreierversuche sind wir, na, sind wir auf Platz 11, also knapp in den Top 10 und Prozent. Dual machen wir dann aber wieder Top 5, beziehungsweise sogar Top 4, die Dreier rein. Also auch hier wieder elitär. Freiwürfe haben wir auch wieder die 5 meisten. Treffen aber die echt nicht so gut, nur Top 11, aber gut, auch wieder knapp in den Top 10 nicht, ne? Offensive Rebounds sind wir hier auf Platz 4, geil. Rebounds insgesamt auf 2 und das war immer unser großes Problem, die Rebounds. Das haben wir komplett ausgemerzt. Assists sind wir in den Top 8, nice. Steals, Top 7, Blocks. Ah, Blocks, das ist die erste Statline, wo wir nicht in der Nähe der Top 10 oder in der Top 10 sind, ne? Auf 24, also unteres Mittelfeld. Aber ey, ist okay, man kann nicht überall top sein, ne? Turnovers kriegen wir leider die meisten. Das ist ein negativer Wert. Aber gut, bei den Punkten, die wir machen, ne? Fouls, wo sind wir da? Wenn man mal guckt, Legions, 19, okay, komplett im Mittelfeld, das ist okay. Punkte nach Turnover machen wir die drittmeisten. Second Chance Points machen wir... Ah, Second Chance Points sind wir nicht so gut. Auf 23, unteres Mittelfeld, ja. Punkte in der Zone. Zonenpunkte sind wir auf Platz 23, okay. Die Bank, Platz 16, Mittelfeld ist aber auch voll okay. Prozentual Bankpunkte, das ist jetzt einfach nur die Prozentanzahl, sagt jetzt nicht so viel aus eigentlich, ne? Sind wir unteres Mittelfeld, das ist aber auch okay. Und der Rest ist nicht ganz so interessant, da sind ja wieder zu viele ganze Statistiken. Also insgesamt kann man festhalten, es hat schon seine Gründe, warum wir ganz oben stehen, ne? Wir sind einfach das beste Team, um es kurz zu machen. Und jetzt kommen wir zu den allerinteressantesten Stats, meiner Meinung nach, nämlich die Liga-Führenden. Da sehen wir einmal in Sachen Punkten Mathurin ganz oben, wie die letzten Jahre schon, erst immer Scoring-Champ, ne? Deshaun Paul mit 30,7 Punkte auch nochmal seine beste Scoring-Season gespielt, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Richtig stark. Keegan Murray hat auch seine beste Scoring-Season gespielt hier jetzt mit 32. Also auch krass. Yancy King-Carter, Cameron, Morales, Mason, Franks, Manning und dann in den Top 10 noch Jalen Green. Bei den Rebounds haben wir hier Saunders in den Top 10, ne? Aber ganz oben unter einem Doodle mit 12, dann Rucci 12,7. Aber niemand schlägt Barnes, ne? Der mit seinen 13,4 Rebounds. Bei denen ist es Blackburn. Er hat aber nicht ganz so krass gescored, wie ich es mir gedacht hätte. Ich dachte echt, der geht so Richtung 15 Punkte. Aber macht wieder 11,7 Assists, ne? Der hat einfach im Average. Das ist so krank, Leute. Blackburn hat einfach im Average 10,2 Assists. Das ist wild. Ramsey dann hier, ne? Richmond, stark einfach. Bei den Steals, wer ist da ganz oben? Dyson Daniels, der beste Stealer der Liga. Okay, krass. Besser als alle anderen, selbst als Rucci und Co. Bei den Blocks schlägt aber niemand den Italo, ne? Franklin Rucci mit 3 Blocks per Game, Chip Barnes, Duran Hart und Co. Ist zwar alles nicht schlecht, aber Franklin Rucci ist die eigene Kategorie. Feldwurfquote. Hier wird wahrscheinlich schon rausgefiltert, auch nach Spielen, ne? Weil sonst wäre hier Robinson ganz oben. Also Zion, Smith und Duran. Dreierquote die beste, Blackburn tatsächlich. Und aber bei nur 1,8 Dreiern genommen, ne? Dann Booker und Ferrari. Und beste Freiwurfquote hat Barksdale tatsächlich mit 99%. Stark. Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen, Leute. So sieht dann auf jeden Fall der Playoff-Baum aus. Ich hoffe, ihr habt Bock auf die nächste Folge. Dann geht's ab in die Playoff-Action. Das letzte Mal Playoffs mit den Legions. Danach werden wir mal schauen, wie es weitergeht, weil es kommt bald schon Formel 1 raus in einem Monat, ne? Also, wir werden ja eine neue Serie machen bei NBA 2K. Ich habe eine verrückte Idee vielleicht, die ich vielleicht machen werde, aber ich will nicht spoilern.
wir gucken mal, ob ich die Umsetzung dann gut oder schlecht finde. Aber ich habe eine Idee, die ich eigentlich interessant finde. Aber lasst euch da überraschen. Euer Veloce meldet sich ab und bye bye.